Hallöchen Freunde, weiter geht's hier mit Dishonored, die Maske des Zorns, und wir suchen gerade einen Weg an diesem Teil hier vorbeizukommen. Die Frage ist nur, wie? Also das Seil, das geht da rechts, aber irgendwie verschwindet das da. Ist hier eine Treppe, die da runter geht, hier unter uns. Sollen wir es mal versuchen, da runter, dahinter zu kommen? Wir können ja mal kurz speichern. Lady Boyles letzte Feier, ja, das können wir überschreiben. Und dann versuchen wir es mal hier einfach mal so runter. Zack. Jawohl. Gut. Zack. Und schon ist das Ding aus hier. Da brauchen wir dann auch gar keine Schaltkreise irgendwie was manipulieren. Das passt. Gut. Haben wir hier irgendwas? Einen Schrank, den können wir aber nicht benutzen. Und dann können wir uns eben nochmal kurz umschauen. Hier hinten haben wir noch Kupferdraht. Das gibt Münzen. Gut. Hier können wir theoretisch die Tür wieder zumachen. Und dann gucken wir mal. Warum steht denn dieses Ding hier? Hat das irgendeinen Grund? Ja, wegen der 30 Münzen wahrscheinlich eher weniger. Okay, das bewacht scheinbar irgendwie nur die Tür. Tja, sinnfrei, aber gut. Hat sich ja richtig gelohnt. So, dann würde ich aber mal sagen, dass wir hier weiter Richtung Dunwall Tower gehen. Da rechts geht es nirgendwo mehr lang. Und jetzt fängt der Spaß nämlich erst so richtig an. So, wo ist der Tallboy? Ist der gerade wieder hier? Die haben ja auch hinten so ein Walölfass am Rücken. Wenn wir es irgendwie schaffen, das zum Explodieren zu kriegen, dann haben die keine Chance mehr. Alter. Wie gut, dass der nicht übertreibt. Ja, und das hat jetzt einiges gekostet. Was können wir da mal nehmen hier? Betäubungsbolzen? Nee, nicht wirklich. Granaten. Wir könnten mal ein paar Granaten um uns werfen. Aua. Alter, der setzt uns ganz schön zu. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das wird nichts. Nicht, dass er hier durchkommt. Mist! Ah! Von wo das denn? Ah, diese miesen Tallboys. Ich hasse sie. Na, das gibt's ja gar nicht. Wie kommen wir an dem Typen vorbei? Vielleicht versuchen wir es einfach mal ohne Gewalt, warten einfach, bis der abgehauen ist und schlüpfen dann irgendwo durch. Diese miesen Typen. Speichere möglichst oft, ja, ja. So. Ah, super. Da waren wir wohl zu langsam. Klasse. Also, gleich nochmal. Wobei, eine Sache können wir nochmal ausprobieren. Wenn wir den Tank auf den schleudern. Das hatte ich eben schon mal überlegt, aber da war ich zu faul zurückzulaufen, um den Walöltank nochmal wieder zu holen. So, jetzt gehen wir hier erstmal wieder rüber. So. Zack, den machen wir raus. So, hier waren ja nicht so viele Sachen zum Mitnehmen. Das hier und das hier. Und das war's ja, glaube ich, schon. Und dann nehmen wir mal den Tank mit.
So, da können wir eigentlich auch ein bisschen schneller gehen. Na. So, und damit wir nicht sofort... Ups, damit wir nicht sofort drauf gehen, machen wir hier nochmal so die Energie ein bisschen voll. Okay, da hinten müssen wir aufpassen, dass der uns nicht sieht. Würde mich mal interessieren, ob der hier einen schwebenden Tank sieht oder ob der auch nicht sichtbar ist. So, ich höre den... Ach, da steht ein Walöltank. Ja, super. Ah, na gut, macht nichts. Wir speichern hier trotzdem eben nochmal. Ja, das ist mir gar nicht aufgefallen. Der wäre natürlich praktisch, den zu nehmen und zu werfen. Mein Glückwunsch. Meinen Glückwunsch. Ach du Scheiße. Nix. Alter, was die aushalten. Oh, die schönen Pfeile. Ach, aber wir haben den Tallboy besiegt. Unser erster besiegter Tallboy. Ich bin ja so stolz. Ich bin ja so stolz. So, hat er uns hier irgendwas hinterlassen? Nicht so, ne? Irgendwelche Bolzen? Bolzen, was war das? Bolzen, da. Ja, klasse. Ja, und da ist die Munition wieder futsch. Ach du Schande, und hier stehen noch mehr von diesen Dingern. Irgendwas sagt mir, dass da noch mehr Tallboys kommen. So, aber wir gucken erstmal, was wir hier so freigelegt haben. Oha, gut, eine schöne Aussicht. Hier ist auch noch so ein Tank. Ach, was ist das denn? Ein Kabelwerkzeug. Ja, ein bisschen nebelig, aber ansonsten... Ja, da hinten. Gut. So geht's auch. Also, dann gucken wir mal weiter. Nein. Also, energievoll. Zack, hier, wir machen das jetzt mal so ein bisschen Easy-Mode-mäßig. Zack, wieder speichern. So. Und dann nehmen wir uns mal den nächsten Tank mit. Mhm. Frage ist nur, wo sind die Typen? Der kann ja nur da rechts gleich sein. Ach du Scheiße. Wo denn? Oh, da ist er. Okay, der ist jetzt noch nicht so nah, dass ich da jetzt, dass wir da jetzt irgendwie großartig Angst bekommen müssen. Wir können hier erstmal noch ein bisschen rumschauen, ob wir hier nicht irgendwelche verborgenen Schätze finden. Hä? Was? Wer hat uns gesehen? Der Typ, der da drin ist? Nein. Hä? Wo denn? Die doch nicht. Ach, da hinten, da sind zwei so eine... Ach du Scheiße. Schaltet den Alarm ein. Schaltet den Alarm. Nein, schaltet ihn nicht ein. Mist. Hier wird kein Alarm. Mist. Scheiße.
Nimm das! Oh. Na. Das hat sich ja gelohnt, aber ich glaube, der Alarm ist trotzdem an. Alter. Da haben wir die mal richtig schön gegrillt. So. Ja. So, machen wir mal wieder aus das Ding. Hä? Okay. So. Das Ding ist leer. Ah, no, beziehungsweise nicht ganz. So, was ist das denn hier? Es ist wieder so eine Lampe. Hier auch. Naja, Lampe ist ein bisschen untertrieben. Ich kann gerade noch mal kurz gucken. 44, alles klar. So, ich würde mal sagen, wir nehmen hier mal die Pistole. Tja, und jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir da diesen nächsten Tallboy fertig machen. Das kann ja witzig werden. Warten wir mal, bis er hier lang geht. Na, wo will er hin? Da kommt er. Na komm, geh schon weiter. Oder vielleicht von hier? Oh, ich hab Angst. Ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst. Na komm. Angst. Ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst. Wo ist der? Tallboy, zeig dich. Autsch. Dann komm mal hinterher, Junge. Ach du Scheiße. Ah, da hinten läuft er. Alter! Lern mir halt zielen, du Idiot! Autsch! Scheiße! Alter! Was für ein Spacken? Wie weit kann der schießen? Will der ein Fernduell mit uns, oder was? Ach so, da kommt noch so ein Typ. Autsch. Also, Fernkampf mit denen ist nicht so die beste Idee. Was macht er denn hier? Junge, hier wollte ich mich verstecken. Mach dich vom Acker. So Leute, und ich muss eine kurze Pause hier machen, sonst wird die Folge zu lang. Also, bis gleich.